Hallo, ich bin Nils Linnemann von Foxtec. Sie haben eine ziemlich zentrale Funktion von Foxtec, dass für jeden Auftrag, den man mit der App dokumentiert, auch automatisch ein Bericht generiert wird. Und wie man das Layout von diesen Berichten anpassen kann, das wollen wir uns gemeinsam in diesem Video mal anschauen. Die Einstellungen für die Berichtslayouts findet man unter Administration, unter dem Zahnrad und dann bei Berichte und Logo. Da sieht man dann zuerst das eingestellte Firmenlogo. Das ist bei mir Kita Service Partner. Das ist meine kleine Testfirma. Und darunter dann eine Liste von Berichtslayouts. Und diese ersten beiden Layouts, die man hier sieht, Foxtec Prüfbericht und die Alternative davon, das sind Systemlayouts. Das heißt, die sind von Foxtec vorgegeben, die kann man sich auch anschauen, aber man kann sie nicht verändern. Dafür müssen wir ein eigenes Layout anlegen und das machen wir auch gleich. Aber vorher gibt es hier noch was Wichtiges zu sehen, nämlich die Information, wo wird denn das Layout überhaupt verwendet. Da kann man hier draufklicken und dann sieht man, das Berichtslayout wird für Wartungstermine von Feuerlöschern und für Installationstermine von Feuerlöschern verwendet. Das ist wichtig, um dann später die Übersicht zu behalten, wenn man vielleicht mehrere Layouts angelegt hat. Um ein eigenes Layout anzulegen, gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder hier oben den Knopf oder man dupliziert ein Layout, was es schon gibt. Das mache ich jetzt hier mal. Ja, dann hat man jetzt ein eigenes Layout. Das hat dann auch erstmal den Namen eigenes Layout und da schauen wir jetzt mal rein. Also gehen wir auf Bearbeiten. Hier sind wir jetzt im Berichtseditor und der ist in mehrere Abschnitte aufgeteilt. Da gibt es hier oben erstmal ein paar allgemeine Einstellungen, wie zum Beispiel den Layout-Namen. Und ich nenne jetzt mein Layout mal Test-Layout. Ich empfehle auch immer, Layouts und alle anderen möglichen Sachen auch zu benennen, damit man später noch weiß, wofür die gedacht waren. Dann gibt es hier oben einen Knopf, der wichtig ist: Layout mit Auftrag testen. Da kommen wir gleich noch dazu. Und dann im unteren Bereich sieht man eine Vorschau. Das ist quasi schematisch ein Bericht, wie der denn aussieht. Und hier in diesen einzelnen Abschnitten sieht man so Dummy-Texte. Also das sind irgendwelche Texte, die hier drin stehen, damit man sich ein bisschen besser vorstellen kann, wie denn ein echter Bericht aussehen würde. Das eigene Logo ist da, das ist ganz nett. Wenn man die mal anguckt, das sind immer so einzelne Bereiche, die sind hier auch durchnummeriert. Hier oben Kopfbereich, allgemeine Checklisten, Artikelpositionen, In- und Außerbetriebnahmen, Prüfergebnisse ist natürlich ein ganz zentraler Bestandteil von einem Bericht, Unterschriften, Fotos und dann hier unten noch die Fußzeile. So ist das aktuell gerade aufgebaut. Und wenn wir jetzt mal ganz nach oben gehen, was man hier einstellen kann, ist beispielsweise das Farbschema. Und wenn man jetzt hier umschaltet, sieht man dann auch hier unten, dass entsprechend die Vorschau sich so verändert. Man einen ersten Eindruck hat, wie denn das passt, wie das dann zum Beispiel zum eigenen Logo passt. Das ist vielleicht manchmal eine Frage. Also ich nehme jetzt mal hier diese Blau-Variante. Und dann probieren wir mal als allererstes die Funktion aus Layout mit Auftrag testen. Denn was man hier machen kann, wenn man da draufklickt, ist, man kann die Veränderungen, die man gemacht hat, auch wenn man die noch gar nicht gespeichert hat, mal mit den Daten von einem echten Auftrag ausprobieren. Da gibt es dann hier die Liste und ich habe auch schon mal einen Wartungstermin hier durchgeführt. Den kann ich jetzt auswählen und dann sage ich Testbericht erstellen. Und jetzt werden die Daten von diesem echten Bericht genommen, mal mit dem neuen Layout in Verbindung gebracht, ohne dass natürlich der alte, der reale Bericht irgendwie überschrieben wird. Das ist nur, um es mal auszuprobieren. Und dann kann man hier sagen, Testbericht runterladen. Zack. Und dann sieht man das PDF als Berichtsvorschau. So wie es dann wirklich erzeugt wird. Das kann man sich beispielsweise ausdrucken und dann mal neben den anderen Bericht, anderes Layout, mal nebenhalten und gucken, ob einem die Veränderungen dann
gefallen. Und hier sieht man dann auch schon mit diesen ganzen Prüfungen, das sind alles so kleine Prüfungen, dass das natürlich auf mehrere Seiten aufgeteilt ist und viel länger wird. Ja, aber wir haben hier das Logo, wir haben hier schon die Farbe, die eingestellt ist, diese ganzen Blöcke. Und Unterschriften werden nicht angezeigt in Vorschauberichten. Ne? Also reale Unterschriften von realen Kunden werden da weggelassen. Und dann ist hier noch ein kleines Testfoto dran. Und so sieht dann ein echter alter Auftrag mit dem neuen Layout aus. Dann gehen wir mal durch die einzelnen Abschnitte hier durch, die es hier gibt. Also Kopfbereich. Da gibt es, wie bei den meisten Abschnitten, gibt es da die Möglichkeit, Einstellungen zu machen. Und das macht man direkt hier. Wenn ich hier hinklicke, dann ändert sich dieses Teil Vorschau in ein Formular und da kann ich dann die Einstellungen direkt machen. Also beispielsweise könnte ich sagen, ich möchte in diesem Bereich, dass nur die Kundennummer abgedruckt wird. Dann gehen wir mal zurück. Und dann sieht man hier oben in dieser Zeile hier oben, aha, jetzt ist hier nur noch die Kundennummer drin. Also die Vorschau versucht das schon, so gut es geht, irgendwie nachzustellen, was man da möchte. Also ich sage jetzt Kundennummer und Auftragsnummer und Kundennummer, die beiden möchte ich haben, aber den Rest eben nicht. Dann sind die beiden hier oben. Und so funktioniert das auch in den anderen Bereichen grundsätzlich. Wenn wir einen weitergehen, allgemeine Checklisten. Da gibt es keine Einstellmöglichkeiten aktuell, aber hier kann man ein paar andere Sachen zeigen. Also einmal gibt es hier diesen Link runterschieben. Man kann jetzt von diesen einzelnen Abschnitten eben die Reihenfolge verändern. Man nimmt einen runter, so, und jetzt ist das hier ein runtergerückt und Material und Leistung ist da drüber. Also das ist jetzt Nummer 3 geworden. Jetzt wieder zurücknehmen. Und ich habe die Möglichkeit, diesen Abschnitt zu löschen. Und was wichtig zu verstehen ist, ist, diese einzelnen Abschnitte in dem Layout, die werden immer nur dann abgedruckt, wenn es auch wirklich Daten für den Abschnitt gibt. Das bedeutet, wenn man hier gar keine allgemeinen Checklisten verwendet bei einem Auftrag, dann wird der Abschnitt auch gar nicht abgedruckt. Da ist dann nichts Leeres oder eine leere Überschrift oder so, sondern er taucht gar nicht auf. Und das bedeutet, dass man hier in seinem Layout ganz viele Bereiche vorsehen kann, die dann nur bei Bedarf auch gezogen werden, damit man nicht ganz, ganz, ganz viele Layouts erstellen muss, sondern man eigentlich mit ein, zwei Layouts schon sehr, sehr, sehr viel abdecken kann. Und das ist die Idee hier. Trotzdem kann ich den Bereich löschen. Also wenn ich wirklich sage, ich benutze nie allgemeine Checklisten, die möchte ich gar nicht haben, dann kann ich das hier löschen, um das ein bisschen übersichtlicher zu gestalten. Das mache ich mal bei einem Block gleich etwas weiter unten. Also das ist das Verschieben und das Löschen. Und wenn wir jetzt hier mal weitergehen, Artikelposition. Ja, da werden eben aufgenommene, ne, hier steht ja auch schon Material und Leistung, also Dinge, die man später einzeln noch in Rechnung stellen möchte, können dann in einer Art eines Lieferscheins da abgedruckt werden. Auf dem Bericht wird viel benutzt, vor allem in der Feuerlöscherwelt. Da kann man dann auch gucken, was für Einstellungen gibt es hier. Hier kann man kaum was einstellen, nur die Überschrift, das ist ganz klassisch. Also man kann jetzt hier einfach sagen, okay, ich möchte, dass das auch die Überschrift schon Artikelposition heißt. So, dann wird die eben umgeändert, relativ einfache Sache. Gehen wir mal zum nächsten Bereich. Inbetriebnahmen, Außerbetriebnahmen. Also da kann man auflisten lassen, wenn man eine neue technische Komponente in die Anlage reingebracht hat oder rausgenommen hat oder ausgetauscht hat. Das ist ja relativ oft der Fall, eben auch wieder Beispiel Feuerlöscher, ne, dass da Geräte getauscht werden. Hier kann man schon ein bisschen mehr einstellen. Neben der Überschrift kann man eben sagen, na, ich möchte eigentlich nur, beispielsweise, ich möchte nur Tauschaktionen hier abgedruckt haben, wenn es sie denn überhaupt gab. Und dann verändert sich hier auch die Vorschau ein klein bisschen. So sieht ein Austausch aus. Da gibt es hier diese Klammer, Austausch, und dann wird irgendwas reingenommen und irgendwas rausgenommen. Natürlich dann ausgefüllt mit den Informationen von den echten technischen Komponenten. Und wenn ich jetzt sage, nee, das möchte ich hier gar nicht haben, kann man es, wie gesagt, löschen. Dann verschwindet dieser Block auch sofort und unser Layout ist hier schon ein bisschen kleiner und übersichtlicher.
Der nächste Block, Prüfergebnisse. Das ist natürlich so klassischerweise der wichtigste Block. Also man hat dann sehr, sehr viele Prüfungen. Und wie die abgedruckt werden sollen, da kann man dann hier auch ein paar Dinge einstellen. Hier reinschauen. Erstmal, Überschrift ist klar. Man kann hier auch die Überschrift der Mängelliste wählen. Dann wird es hier schon etwas interessanter. Also eine Prüfung hat ein definitives Prüfergebnis. Es ist entweder okay oder mangelhaft. Ne? Das ist das negative Prüfergebnis. Und hier kann man dann auch ein bisschen an den Bezeichnungen was verändern. Also meinetwegen, beispielhaft mache ich jetzt mal NOK für nicht okay und möchte dann, dass das auch rot abgedruckt wird und die positiven Prüfergebnisse werden dann grün abgedruckt. Und da kann ich mal gucken, okay, ja, hier, das wird auch genauso nachvollzogen. Und hier in diesem Beispiel sind eben auch zwei beispielhafte Prüfungen abgedruckt. Und das ist nicht nur so, dass die eine okay ist und die andere nicht okay, sondern diese zweite hier, da ist auch eine Checkliste ausgefüllt worden, die dann hier abgedruckt wird. So in etwa kann das aussehen, wenn man eine Checkliste für eine einzelne Prüfung hinterlegt hat, dass man sagt, immer wenn ich die Komponente prüfe oder alle Komponenten prüfe, dann möchte ich auch eine kleine Mini-Checkliste ausfüllen. Und darunter gibt es die Liste, wenn es denn hier das Prüfergebnis, das negative Prüfergebnis gibt, dann gibt es auch immer Mängel. Also es ist so, dass mehrere Mängel können dazu führen, also ein oder mehrere Mängel können dazu führen, dass die Prüfung dann negativ hier dokumentiert wird. Und wenn wir hier in die Einstellungen reingehen, diese letzten Einstellungen hier sind halt Optionen, die was damit zu tun haben. Ich kann sagen, ich möchte gar keine positiven Prüfergebnisse. Also soll nur, wenn es einen Mängel gab, soll das da sein, weil ich vielleicht ganz viele Prüfungen habe und es unerheblich ist, wenn die Prüfung einfach okay ist. Oft sind wir in einem Bereich, wo aber auch das nachgewiesen werden soll, aber es gibt Anwendungsfälle, da möchte man das gerne machen. Deswegen gibt es diese Möglichkeit. Und dann gibt es noch zwei Einstellungen, Störungsbeschreibung der Mängel abdrucken und Hinweis am Status der Mängel abdrucken. Und das, da möchte ich gar nicht so ganz in die Tiefe gehen, aber da geht es darum, wenn ich das jetzt beides wegnehme, dann wird dieser Mangel hier relativ in einer Zeile sehr kurz nur beschrieben. Und das ist eben wieder eine Möglichkeit, die man hat. Habe ich vielleicht eine Arbeitsweise mit meinen Kunden, wo der Kunde sowieso digital mit mir zusammenarbeitet und vielleicht das Auftraggeberportal von Foxtec benutzt, dann muss ich vielleicht in meinem Bericht nicht so ausführliche Texte abdrucken. Ist dann angenehmer, wenn der Bericht sehr kurz ist. Dann gibt es den Bereich Unterschriften. Bei den Unterschriften gibt es die Möglichkeit, direkt vor den Unterschriften noch einen abschließenden Text selber zu verfassen. Also irgendetwas, was, was man dem Kunden noch mitteilen will. Und das ist einfach nur ein freier Fließtext. Ne? Also wenn man hier einen Text eingibt, dann sieht man eben hier, der wird dann hier eingefügt. Ne? Da kann man auch ein bisschen Zeilenumbrüche machen, um das so ein bisschen zu strukturieren und dann kann man da eben Text hinzufügen. Dann gibt es den Block der Fotos. Hier kann man auch nicht besonders viel einstellen, da kann man nur den Titel wieder verändern. Und man sieht hier steht so eine neue Seite drüber. Das bedeutet, der Fotoblock, da ist so, hier werden nur zwei mal so exemplarisch angerissen, aber es sind immer vier Fotos auf einer Seite, auf einer DIN A4-Seite und es beginnt immer mit einer kompletten Seite. Deswegen wird es hier so angedeutet, dass man das verstehen kann. Und ganz unten gibt es die Fußzeile. Und die Fußzeile hat auch noch eine Besonderheit, nämlich gibt es hier die Möglichkeit, Platzhalter zu verwenden. Und wir machen mal ein Beispiel, ganz typische Sache. Man hat eben den Bericht und man möchte die Auftragsnummer, dass die in der Fußzeile ist und vielleicht auch das Auftragsdatum. Und das würde man dann folgendermaßen machen. Ich schreibe es hier Auftrag und dann kann man, wenn man genau diesen Platzhalter nimmt und vor allem auch mit diesen Prozentzeichen, dann erkennt das System das und tauscht das eben aus, wenn der Bericht erzeugt wird. Das ist hier gar nicht die Auftragsnummer, das hier ist die Auftragsnummer.
Auftrag und dann soll die da rein, vom so, so, so und so. In der Vorschau hat er diese Daten jetzt nicht zur Hand, ne? Deswegen steht es da genau mit den Platzhaltern. Aber diese Einstellung, die wir jetzt gemacht haben, die können wir jetzt eben mal, wie eben auch, mit einem echten Auftrag ausprobieren. Und dann sehen wir genau das mit den Platzhaltern. Ich will noch mal meinen Testauftrag, mach Testbericht erstellen, runterladen. Ich glaube, hier kann ich auch ein bisschen mehr reinzoomen vielleicht, dann sieht man das etwas besser. Genau, also das sieht jetzt so ähnlich aus wie eben. Wir sehen hier aber, na okay, er hat sich hier einige Einstellungen eben gemerkt. Die OKs sind grün geworden, die Mängel heißen jetzt nicht okay. Und auch die anderen Aufstellungen. Hier unten sieht man genau das, was wir eben gemacht haben, nämlich Auftrag vom SOWI, also vom 16.06. ist dann eben vom System ersetzt worden, so wie man das sicherlich auch sich dann wünscht. So, gehen wir nochmal zurück. Dann gibt es noch eine Sache, die wir bis jetzt noch nicht angeguckt haben, und das sind diese kleinen Links Element hinzufügen. Also man kann nicht nur hier kleine Blöcke rausnehmen, um das ganz klein zu machen, sondern man kann entweder dieselben Blöcke oder andere eben dann auch wieder hinzufügen. Also wir können mal eine ganz andere Struktur wählen. Zum Beispiel, wir nehmen hier so einen Mini-Bericht. Wir wollen Prüfergebnisse, also wenn ich da draufklicke, bekomme ich eine Liste, was für Elemente es denn hier überhaupt aktuell gibt, die man so für seinen Layout verwenden kann. Prüfergebnisse möchte ich haben, und dann möchte ich unter den Prüfergebnissen, da sollen erst die Artikelpositionen rein. Also erst zeige ich die Prüfung und dann, was es noch so an Extraposten gab zum Abrechnen. Und dann gibt es beispielsweise ein Element, was ich mal hier reinpacke. Es gibt noch, was wir vorher nicht gesehen haben, einen Textblock. Das ist ein kleiner, eben freier Text, den man wählen kann. Den kann man irgendwo dazwischen schieben. Wenn ich das hier noch mal ein bisschen kopiere, kann man sich dann vorstellen, okay, hier kann man dann noch einen relativ umfangreichen Text noch an irgendeine Position schieben. Also wenn man sagt, naja, hier gefällt mir die nicht, kann man eben, wie gesagt, ohne Probleme diesen Text dann weiter nach unten schieben und dann vielleicht noch sagen, okay, ich möchte jetzt das Ganze mit den Unterschriften abschließen. Und genau, und das ist jetzt mein Layout. Und am Ende, wenn man dann eben fertig und zufrieden ist mit seinem Layout, man kann eben sehr viel hier testen, ohne dass man zum Beispiel die App zur Hand nehmen muss, und das Layout dann vorbereiten, und dann speichert man das irgendwann natürlich und ist dann auf der wieder auf der Seite, wo es hier diese Liste der Berichtslayouts gibt. Das ist unser Testlayout. Und jetzt, und deswegen ist auch der Name wichtig, jetzt möchte man es natürlich wirklich in Einsatz bringen und verwenden in Zukunft für seine Aufträge. Und das macht man folgendermaßen. Wir haben ja schon gesehen, hier steht von Auftragstypen verwendet. Das heißt, man ordnet das einem Auftragstyp zu. Gehen wir in die Wartungsanwendung. Ich habe hier nur eine, also Wartungsanwendung, das ist ja so eine, wie eine Art Gewerke, in dem man tätig ist. Und da kann man ganz viele haben. Viele Kunden haben ganz viele unterschiedliche Wartungsanwendungen. Und ich gehe mal in die Feuerlöscher rein. Wir sind jetzt in der Wartungsanwendung Feuerlöscher und da gehen wir auf Auftragstypen und Bericht. Dann sehen wir, dass es für Feuerlöscher zwei Auftragstypen gibt im Moment, Wartungstermin und Installationstermin. Und diese Auftragstypen, die können ja, die werden ja dafür benutzt, dass man unterschiedliche Abläufe pro Auftrag in der App dann am Ende hat und dadurch auch unterschiedliche Sachen dokumentiert. Und hier können wir unsere Layouts anhängen. Also wir sagen jetzt beim Wartungstermin, gehen wir drauf, gehen auf Einstellung für den Bericht. Und da gibt es das Berichtslayout. Da finden wir jetzt unser Testlayout. Deswegen ist es auch wichtig, dass die nicht alle eigenes Layout 5 und 6 und 7 heißen, sondern dass man da doch lieber einen Namen vergibt. Und wenn ich das jetzt zuordne, dann kommt eine Warnung. Und
was hat es jetzt damit auf sich? Also er sagt hier, naja, du darfst das Layout verwenden, ganz klar, aber im Layout gibt es gar keine allgemeinen Checklisten mehr. Die haben wir rausgelöscht. Das macht man typischerweise eher nicht. Aber du hast jetzt gesagt, bei Wartungsterminen von Feuerlöschern, da soll man solche Checklisten ausfüllen. Dann würde man sie ausfüllen, aber sie werden nicht abgedruckt. Das kann man machen, aber darauf versucht er hier hinzuweisen. Wo kann ich das nachschauen? Ich gucke hier mal einmal kurz in den Ablauf, also in der App. Da gibt es hier eine allgemeine Checkliste für Nacharbeiten. Wie das mit den Checklisten funktioniert, da mache ich mal ein extra Video. Aber weil die hier zugeordnet ist, ne, versucht das System zu warnen und zu sagen, naja, in deinem Testlayout hast du das gar nicht. Bist du sicher, dass du das möchtest? War ja auch nur ein Test. Wenn wir das jetzt jedenfalls speichern, ist es zugeordnet. Das sieht man dann jetzt hier auch. Wartungstermin, benutzt das Testlayout. Und das soll es jetzt erstmal sein zum Thema Berichtslayouts anpassen. Ich hoffe, Sie konnten etwas für sich mitnehmen und können jetzt Ihre eigenen Layouts erstellen und anpassen. Machen Sie es gut, bis zum nächsten Mal.